Antonio, wie geht's dir? Ja, gut, Lara. Und dir? Ach ja, eigentlich auch. Mir war das total wichtig, dass wir uns heute sehen. Deswegen habe ich auch Bier mitgebracht, weil ich dachte, wir müssen eigentlich auch mal darauf anstoßen, dass ich dir heute was ganz, ganz Schönes zeige, was du nämlich noch gar nicht kennst. Bitteschön. Ich bin jetzt aber sehr gespannt. Und zwar habe ich dir dein Buch mitgebracht. Oh, ja. Cool. Das ist ja erst posthum erschienen und du hast es vermutlich noch nie gesehen. Ich habe es tatsächlich noch nie als Buchform wahrgenommen, also beziehungsweise gesehen. Ja, das ist wahr. Ich bin sehr erstaunt, wie groß es geworden ist. Es ist ein unfassbar großes und gewichtiges Werk. Im wahrsten Sinne des Wortes, es ist unfassbar schwer. Man muss aber auch denken, über die Katakomben kann man eben sehr viel schreiben. Also da das ist allerdings richtig. Ja. Ich denke, wir sollten es mal darauf anstoßen, dass dein Buch auch heute noch einfach irgendwie großartig ist und wir es immer noch benutzen, würde ich sagen, ja. Also, aufs Buch. Ne? Du kannst es auch gerne jetzt einfach mal so aufmachen. Ja, das ist ja. Oh. Ja, das ist wirklich sehr schön geworden, muss ich sagen. Ich bin heillos begeistert. Hast du es dir so vorgestellt, oder? Ja, ich hatte ja eigentlich vor, 3 Bücher zu schreiben. Ach so, okay. Aber ich finde, für den zweiten Teil, den hatte ich mir schon so vorgestellt. Ja, das ist ein schönes Titelbild, das zeigt eigentlich sehr schön, was ich in dem Buch darbringen möchte. Mhm. Doch, ja. Der Eindruck ist sehr schön. Wunderbar, das freut mich sehr. Ich glaube, wir können das ja uns vielleicht gleich nochmal so ein bisschen genauer irgendwie anschauen. Ja, gerne, ja. Aber vielleicht können wir erst mal kurz darüber reden, wie das eigentlich in deinem Leben so gelaufen ist. Weil ich weiß eigentlich gar nicht, ob du eigentlich von Malta kommst oder wie das eigentlich ist. Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja schon sehr früh nach Rom gekommen zu meinem Onkel und bin dadurch mit dem Malteser Orden in Kontakt getreten oder gekommen und war dann bei denen dabei. Ja. Dadurch war ich schon seit meiner Kindheit immer sehr katholisch geprägt natürlich. Und mein Interesse für die Katakomben war eigentlich schon immer da, wobei ich ja erst in Rom noch Literatur und Jura studiert habe. Ach wirklich? Jura ist ja eine ganz andere Geschichte, oder? Ja, das ist wahr, aber es hat mich einfach auch fasziniert und interessiert und ich dachte, das wird mich im Leben auch finanziell weiterbringen. Okay, Aber eben in Bezug zu meinem Literaturstudium habe ich sehr viele Bücher gelesen, unter anderem über die Katakomben, Märtyrerberichte, die alten Konzilsakten und da bin ich auf diese ganzen Geschichten über die Katakomben gestoßen und wurde fasziniert und war so brennend darauf bedacht, sie zu finden und sie weiter zu erforschen. Und dann bist du, wie muss ich mir denn das vorstellen? Also ich meine, für uns heute ist das ja total einfach. Wir fahren nach Rom und dann können wir eine Führung buchen und dann kommen wir zumindest in einen kleinen Bereich, der für Touristen offen ist. Aber wie hast du das denn gemacht? Also es wusste doch, also ich glaube, es waren schon Teile entdeckt, wiederentdeckt sozusagen. Aber wie hast du das denn gemacht? Wie hast du denn die Katakomben überhaupt gefunden? Ja, es war tatsächlich ein sehr schwieriger Akt. Wie du schon meintest, man konnte nicht einfach so das Ticket ziehen und rein. Ja. Ich bin in literarischen Quellen gefolgt, was ich in den Büchern gefunden habe. Und das traf dann zu, oder? Also man muss ja immer sagen, die literarischen Quellen haben ja immer recht. Also es hat eigentlich sehr gut gestimmt, was da drin stand. Nichtsdestotrotz musste ich auch viele Leute auf dem Land fragen. Ich habe die Bauern gefragt, die ja quasi die Felder bearbeitet haben und die immer wieder auf so Löcher gestoßen sind. Ach so, und dann hast du sie quasi gefragt, haben sie auf ihrem Feld auch schon mal ein Schaf in so ein Loch verloren? Zum Beispiel. Plumps, du warst weg. Ja, kam tatsächlich vor. Und so ist man immer wieder auf weitere Löcher gestoßen und so dann auch auf die Katakomben. Ja, du hast einige entdeckt, ne? Also es ist ja schon De Rossi, also ich weiß nicht, ob du von De Rossi überhaupt schon gehört hast, der hat ja ein paar Jahrhunderte nach dir gelebt. Und der benennt dich als Kolumbus der Katakomben. Ach, das ist ein sehr schöner Titel. Also, sehr geehrt. Ja, das ist natürlich eine großartige Sache. Aber hast du dich auch so gefühlt, also so wie ein Entdecker, der unerforschtes Land als erster betritt und da so die ersten Schritte seiner Zeit drin macht? Es war schon ein überwältigendes Gefühl, das erste Mal in eine Katakombe reinzugehen, beziehungsweise in eine Katakombe, die vorher noch nicht entdeckt wurde, als erste Person da reinzugehen, war unglaublich. Es gab halt noch nichts wie installiertes Licht oder irgendwas. Also es war modrig, es war kalt, es war
dunkel natürlich, und da als Erster drin zu sein oder eine als ersten Person, ja, das war eine sehr überwältigende Erfahrung, doch, tatsächlich. Ja. Und das hat mich aber nur noch mehr inspiriert und mehr fasziniert. Ja. Und ich wollte einfach, mein größtes Ziel war ja dann, alle Katakomben zu finden. Okay. Also ich wollte in meinem Werk möglichst alle Katakomben, die ich finden kann, abbilden und zitieren und abbilden, habe ich schon gesagt. Ja. Aber bist du alleine losgezogen oder hattest du Begleiter dabei, andere Forscher, Freunde, vielleicht auch irgendwelche, ich meine, du bist jetzt auch nicht aus ganz schlechtem Haus, irgendwelches Personal, das deine Dinge getragen hat, oder wie musst du mir das vorstellen? Ja, also alleine wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Schon allein wegen der Werkzeuge was man dafür braucht. Ja. Ich bin immer mit so einer 10, 15 Personen Runde aus Freunden, aus anderen Forschern mit da runtergestiegen und haben das dann gemeinsam geforscht. Cool. Ja. Also natürlich unter meiner Leitung. Ja. Ach nein, natürlich. Ich habe mich vorher eben mehr theoretisch damit befasst als die anderen und konnte die Expedition dann gut leiten. Ja. Das war ja auch gefährlich, oder? Also ich stelle mir das, also wenn man da verloren geht, wie habt ihr das gemacht? Mit einem Faden wie in der Mythologie? Oder wie habt ihr das sichergestellt, dass ihr wieder rauskommt? Wir haben darüber überlegt natürlich auch. Ja. Wir waren sehr, sehr praktisch. Wir haben es aber eigentlich immer gut hinbekommen, dass ich, wir waren immer mehrere Personen, dass wir immer nicht verloren gingen. Also es konnte sich immer irgendwie jemand an den Ausgang erinnern. Und wir sind jetzt nicht so aufs Blinde hier hineingelaufen. Also wir haben ja immer gleich mitgezeichnet, wo wir hingehen und wie die Gänge verlaufen. Und so sind wir eigentlich immer wieder gut rausgekommen. Ja. Super. Weißt du, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber wir haben ja heute noch Graffiti von dir. Du hast ja manchmal deinen Namen an die Wände geschmiert und wir haben das noch. Ja, das ist noch da. Also das ist auch für uns heute natürlich total cool. Wir wissen, wo sie waren an der Stelle. So. Ja, das war damals noch gang und gäbe, dass man so, wenn man einer der ersten hat, seinen Namen dort verewigt. Ja. Aber finde ich schön, dass das erhalten geblieben ist bis heute. Ja, wir auch auf jeden Fall. Also wenn wir vielleicht noch mal kurz über dein Buch sprechen. Also natürlich, ich meine, du kannst dir das vorstellen, das ist jetzt 500 Jahre her und da hat sich natürlich in der Wissenschaft auch ein bisschen was geändert und man muss aber dazu sagen, dass wir heute der Meinung sind, dass du schon einen sehr hohen wissenschaftlichen Standard hattest. Ja? Also ich weiß nicht, ob wir hier mal irgendwo einen, das ist ja auch einfach wunderschön, ob wir hier vielleicht, großartig, wir hier vielleicht mal irgendeine Abbildung haben mit Maßstab oder Nordpfeil, denn das ist etwas, da warst du mit der Erste, der das gemacht hat, und man muss ja wirklich sagen, das passiert nicht heute, also heute noch nicht immer, dass wirklich ein Maßstab und ein Nordpfeil drauf ist oder so. Ne? Und da sind wir jetzt natürlich sehr begeistert, dass du das schon gemacht hast. War dir einfach klar, wie wichtig das ist? Hattest du das irgendwo schon so gesehen? Hat dir das jemand gesagt, dass das nützlich sein kann? Ursprünglich habe ich mir das einfach so überlegt, dass es ja wichtig ist, das nachvollziehen zu können, was ich hier abbilde und was ich hier darstellen möchte. Und dadurch ist es ja eigentlich unumgänglich, damit man, dass man einen Nordpfeil zum Beispiel anbringt. Sonst weiß man ja gar nicht, in welche Richtung die Katakomben ausgerichtet sind. Und auch der Maßstab ist notwendig. Ich hatte natürlich auch unter anderem Mathematiker-Kollegen, die mir bei den Abbildungen geholfen haben. Die haben mir das sehr nahegelegt. Ja. Und es ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee gewesen, so einen Maßstab anzuführen. Ja. Also man muss natürlich sagen, das ist etwas, das ist ganz großartig gewesen bei dir. Dann gibt es aber etwas anderes, womit wir heute ein bisschen Probleme, muss ich dir ganz ehrlich sagen, haben, ist, also es sind ja wunderschöne Zeichnungen, die entstanden sind. Hast du die selber gemacht? Oder? Nee, da hatte ich Hilfe von zwei Malern. So, die haben mir die Arbeit abgenommen, die Zeichnungen sehr detailgetreu abzubilden, damit ich sie in meinem Buch verwenden kann. Und wir müssen, also ich meine, wie gesagt, sie sind großartig, aber was wir heute nicht mehr so machen, was früher aber halt passiert ist, ist, dass du immer darauf oder dass ihr darauf geachtet habt, dass ihr das ganze Gemälde darstellt, auch wenn Teile schon verloren gewesen sind. Da würden wir heute die Fehlstellen kenntlich machen. Ihr habt es damals noch nicht gemacht. Nö.
Findest du, also ich sehe an deiner Reaktion, findest du das auch nicht so richtig nötig, oder? Nee, also ich meine, wir wussten ja aus den Schriftquellen, wie das ausgesehen haben musste, und wir konnten das ja auch so rekonstruieren von dem, was wir noch vorhanden hatten, und deswegen, wir wollten ja den Urzustand eigentlich zeigen, so wie es in den ersten Jahren war, als die Märtyrer und unser Herr selber noch dort zugegen war, und das wollten wir darstellen, und deswegen fand ich das auch sehr angebracht, damit dass wir das noch ergänzen. Mhm. Ja. Also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, gehst du davon aus, dass die Katakomben tatsächlich noch in, ja, kurz nach jesuanische Zeit datieren, ja, oder wie muss ich das verstehen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch die Belege mit den, irgendwo müsste eine sehr schöne Abbildung sein von der, weil als ein Apostel begraben wird in einem Sarkophag. Und ich meine, das zeigt ja eindeutig, dass es aus der Zeit, direkt der Zeit der Apostel stammen muss. Die Katakomben. Wirklich? Ja. Also das ist etwas, Antonio, da muss ich sagen, da können wir heute überhaupt nicht mehr mitgehen. Ja? Das ist etwas, also so großartig wir dein Werk noch finden und das, was du geleistet hast, diese Einordnung in apostolische Zeit ist oder nachapostolische Zeit ist für uns völliger Irrsinn. Ja? Okay. Also das können wir heute so auf archäologischer Basis gar nicht mehr belegen. Ja, aber man muss ja auch die Schriftquellen bedenken. Und da steht es ja eindeutig so drin. Ich verstehe das jetzt nicht so ganz, wieso man das jetzt auf später datieren sollte. Wir haben ja die Quellen und die Belege. Aber das setzt natürlich voraus, dass man sagt, dass in den Schriftquellen alles, also in dem Sinne Wahrheit ist, dass das genau so passiert ist, wie es dort drin steht. Ja, aber dafür sind die Quellen ja auch da. Also die wurden ja geschrieben, um die Wahrheit darzubringen. Und ich fühle mich jetzt nicht in der Lage, die irgendwie anzuzweifeln tatsächlich. Also das heißt, du würdest sagen, die Schriftquelle hat immer recht? Unbedingt, ja. Okay, und da würdest du nicht ein Jota von abweichen wollen? Nee, das ist ja die Wahrheit, die da dargebracht wird. Okay. Ja, es wird ja auch belegt durch die Katakomben. Also ich finde das eigentlich... Also das heißt, für dich belegen sozusagen die Katakomben die Schriftquellen? Oh, genau, ja. Okay, das ist natürlich für uns heute eine total absurde Idee, ja. Okay. Weil wir immer sagen würden, okay, das kann nicht die eine Quelle auf die Art so die andere belegen, nur indem man das so ein bisschen drückt. Ja. Ja, es ist eine andere Sichtweise. Natürlich, absolut. Es ist halt auch ein anderes Jahrhundert und wir haben einfach einen völlig anderen Zugang zu den Sachen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Was du vielleicht nicht weißt oder ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, du hast in deinem Werk beschrieben, dass viele Märtyrer und Märtyrerinnengräber in den Katakomben zu finden sind und du hast auch benannt, woran das erkennbar ist, also an Palmzweigen auf den Loculusplatten, an kleinen Gefäßen, bei denen du der Meinung warst, die das Blut der Märtyrer und Märtyrerinnen enthalten haben, sowas. Und ich weiß nicht, ob dir klar ist, dass im Nachhinein eine Riesenindustrie daraus geworden ist, dass man in die Katakomben eingedrungen ist und wie wild diese Märtyrergräber ausgeräumt hat und diese Reliquien durch ganz Europa verschickt hat. Also da ist ganz viel leider zerstört worden. Das ist natürlich skandalös. Das war nicht meine Intention, als ich mein Werk geplant und geschrieben habe. Das hätte ich ja nie erwartet, dass das passiert. Und ich meine, wer würde ja denn auf die Idee kommen, diese wertvollen Reliquien der Märtyrer an sich überhaupt anzufassen, geschweige denn zu rauben. Also das war für mich unvorstellbar, dass das passieren könnte. Ja. Also das heißt, du hättest das nicht unterstützt, wenn du davon gewusst hättest. Ja. Also, ich war ja auch ein großer Fan von Museen. Ich hatte ja auch mein eigenes Museum. Stimmt, in deinem Haus, ne? Ja, großartig, ja. Ich weiß gar nicht, was mit denen danach passiert ist. Das müsste ich jetzt mal... Ja, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Da können wir nachher nochmal googeln. Ich zeige dir nachher mal das Internet. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Erfindung. So, ja. Also ja, ich war schon ein Fan davon, also Ausstellungsstücke bei mir zu haben und auszustellen, damit die Menschen das sehen können. Aber bezogen auf Grabsraub, das würde ich nicht unterstützen. Das war nicht meine Intention. Ne? Ja. Ja, und sag mal, das ist natürlich jetzt für mich als ansässig hier in einer evangelischen Institution sehr interessant. Was hast du eigentlich was mitbekommen von der Reformation? Und hat die Reformation irgendwie deine Forschung beeinflusst?
Ja, mitbekommen auf jeden Fall. Also Luther mit der Reformation war zwar vor meiner Geburt, aber die Auswirkungen waren deutlich spürbar in ganz Europa. Aber ich meine, dafür hatten wir jetzt das Glück, diese Katafalken und auch andere Werke in dieser Reihe Zeit zu finden, die ja belegt haben, dass der Katholizismus Recht hat. Also wir haben ja jetzt auf der Erde quasi die Belege gefunden, die materiellen Belege, dass das, was in der Schrift geschrieben ist, die Wahrheit ist und nicht das, was die Protestanten jetzt denken, dass sie die Wahrheit auf ihrer Seite hätten. Also das habe ich mir jetzt nicht so Gedanken darüber gemacht, weil es gibt ja nur das eine Wahre und das ist der Katholizismus. Also das heißt, dein Werk, haben wir ja schon gesagt, ist ja posthum erst herausgegeben und im Vorwort hat der Herausgeber einen Satz formuliert, der viel zitiert wird, nämlich die Entdeckung der Katakomben und die Katakomben an sich seien Waffen gegen die Heretiker. Ja, also die Heretiker sind natürlich Leute wie ich, völlig klar. Das heißt, du würdest diesem Satz, den du ja gar nicht selber formuliert hast, der aber in deinem Werk sozusagen erscheint, den würdest du unterschreiben? Ja, das würde ich auch so sagen, auf jeden Fall. Da bin ich sehr stolz, muss ich sagen, auf meinen Schülerkollegen, der mein Werk herausgebracht hatte, dass er so meine Intention auch übernommen hatte. Ja, das war auch mein Gesichtspunkt, Gesichtspunkt, ja. Aber dir ist halt schon irgendwie klar, dass das Ganze nur funktioniert, wenn wir die Katakomben so früh datieren. Ja, aber das können wir ja durch die Schrift. Okay, also ist schon klar, du bist der Meinung, sie datieren so früh und deswegen müssen wir das auch so machen und dann macht das irgendwie in dem System auch ein bisschen Sinn. Klar, es ist natürlich etwas, sehe ich natürlich total anders, aber das ist natürlich auch einfach der Zeit geschuldet. Natürlich, das ist absolut Ansichtssache. Du bist ja nun nicht der Erste gewesen, der sich irgendwie für die Antike interessiert hat. Also es gab ja auch vor dir quasi schon natürlich großes humanistisches Interesse an der Erforschung der Antike oder nennen wir es mal überhaupt Interesse an der Antike, ob wir es schon Erforschung nennen wollen. So. Und du bist dann aber ja einer der Ersten gewesen, der gesagt hat, okay, wir gucken uns jetzt auch die christliche Antike irgendwie näher an. Woher kam das? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das kam aus meinem religiösen Leben an sich und meiner Kindheit auch, wo ich sehr religiös geprägt wurde. Und klar, dieses Streben nach dem Wissen, nach der Antike, ist gang und gäbe gewesen, aber es fehlte noch dieser ganze Bereich des Christentums, der ja auch schon über 1000 Jahre zurückliegt. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist da diese große Lücke? Deswegen und auch eben bezogen auf das, was ich in meinem Literaturstudium und generell viel in den Büchern gelesen habe, hat das Interesse in mir einfach geweckt. Und ja, ich habe mich auf die Suche gemacht, eben speziell auf die Katakomben als ein christliches Artefakt, als christliches Beleg von der Antike bis heute. Wir haben jetzt schon eine Weile drüber gesprochen, aber ich würde es gerne jetzt einfach nochmal richtig konkret machen. Also das heißt, du gehst davon aus, dass es eine Wahrheit gibt und dass man die sozusagen, ich weiß nicht, in den Katakomben finden kann, dass du sie abgebildet hast, dass du sie in dieses Werk gebracht hast, oder wie muss ich das verstehen? Ja genau, das hast du schon schön zusammengefasst. Also meiner Ansicht nach gibt es diese eine Wahrheit, diese eine katholische, christliche Wahrheit. Und die kann man in den Katakomben eben wie bei einer meiner Lieblingsabbildungen sehr schön sehen, wie auch hier oben steht, einer der ersten Apostel, also da dargebracht wird. Also das belegt ja, dass die Katakomben zur Zeit der Apostel entstanden und genutzt werden sein mussten. Wie man hier eben sieht, der Apostel, der hier in den Sarkophag gelegt wird. Und das bekräftigt mich einfach auch in dem, was ich in den Literaturquellen gelesen habe und in der einen Wahrheit gefunden habe. Und diese eine Wahrheit ist für mich der katholisch-christliche Glauben. Und das heißt, diese eine Wahrheit ist es auch, die dich antreibt? Also ja. Die, weswegen du archäologisch tätig bist, weswegen du forschst? Genau. Also ich forsche natürlich auch aus eigenem sehr, sehr starken Interesse, aber unter anderem auch, um eben diese eine Wahrheit zu belegen und darzubringen und ihr mehr Kraft zu verleihen gegen diese Heretiker, die jetzt eben im letzten Jahrhundert aufgetreten sind. Also das heißt, das ist auch die Triebfeder, einfach ein höheres Ziel, sozusagen gegen Leute wie mich vorzugehen. Also jetzt nicht persönlich. Ja, klar, natürlich, aber das heißt, diese Glaubensrichtung. An sich, weil das nicht stimmt, was wir
Nee, also und das, es kann nur eine Wahrheit geben und die liegt normal im katholisch-christlichen. Ja.